Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Asterix und Obelix XXL 2. Wir waren im BCW stehen geblieben, haben das letzte Mal das Internetlos erledigt und wenn es gut läuft und ich mich nicht zu blöd anstelle, werden wir vielleicht sogar heute schon fertig mit dem BCW. Da bin ich mir allerdings nicht sicher. Das könnte auch sein, dass ich mich da jetzt ein bisschen verschätze und wir doch noch zwei Parts brauchen, weil wir haben noch zwei Herausforderungen zu erledigen. Und, das Finale vom BCW halt, ne? Und da steht noch ein bisschen was an, deswegen... Ja. Könnte es durchaus sein, dass ich mich da jetzt ein bisschen verkalkuliere. So, die Helme nehmen wir natürlich trotzdem mit. Ganz egal, ob wir hier fertig werden oder nicht. Wir nehmen auf jeden Fall die Helme mit. Ich habe wieder mal vergessen, mein scheiß Handy stumm zu schalten. Ich könnte kotzen. So. Und dann machen wir auch weiter im Text. Da hinten zu den Helmen. Jedes Mal, wenn man das Spiel neu startet, verliert man leider seine Zusatzschilde, die man hatte. Aber hey, was soll das? Die Leben, die man verloren hat, werden dafür auch wieder aufgefüllt. Das heißt, irgendwie hält sich das in der Waage, ne? Passt schon. So. Oh. Perfekt. Das nutzen wir doch einfach mal ganz kurz. Ich habe mich bei der Welt noch gar nicht mal darüber abgefuckt, dass das Remaster ja keine 5 Speicherstände zugelassen hat, ne? Was dieses Spiel offensichtlich ja tut. Wollte ich nur nochmal erwähnt haben, ne? Das darf ja nicht vergessen werden, so, ne? Man nimmt ja jede Möglichkeit mit, sich aufzuregen. Ah, okay, das war dafür. Ja, in Ordnung. So. Hier hinten ist einer von den Schaltern. Da war dann später auch eine Postkarte versteckt. Das Vogelzwitschern hier ist irgendwie seltsam. Ne, hier ist kein Schalter. Hä? Ach was. Ach, dann ist hier gar nichts. Oh. Okay, das ist ein bisschen seltsam eigentlich. Dann ist ja gar nicht so schlecht, dass die da später was noch was versteckt haben. Ich kann mir hier nie merken, wo die ganzen Schalter sind, Leute. Das ist so schlimm. Ich kann mir das nie merken. Okay, da ist einer. Da hinten Richtung das Tor. Bei dem Automaten ist noch einer, glaube ich. Und den letzten weiß ich nie. Den letzten weiß ich nie. So, hier bei dem Automaten, ne? Ja, genau. Ah, den roten. Nee, nicht den roten. Den lila, den suche ich immer. Jedes einzelne Mal. Ich kann es mir nicht merken, Leute. Ich weiß nicht, wieso. Fragt mich nicht, wieso. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Wir gehen mal da hoch zu dem... Ne? Zum Donkey Kong da oben. Kann ich da bitte rein? Dankeschön. Schauen wir mal, ob wir es ohne Gegentreffer schaffen von den Fässern. Wahrscheinlich nicht. So, ab hier geht's erst richtig los, weil davor sind gar keine Fässer. Zack. Oh! Ja, sowieso mit Gegentreffern. Man kann da nicht drunter durchlaufen, muss da drüber springen, auf was. Ging das nicht mal, dass man auch drunter durchlaufen kann? Irgendwann, irgendwo? Hier scheinbar nicht. Okay, macht nichts, wir haben es gleich. Das ist mit dem Controller hier ein bisschen schwierig, mit der Steuerung meine ich. Weil man immer so halb schief gegen die Wand läuft, dann ist man sehr langsam. Das merkt man aber nicht immer direkt. Und dann wird der Sprung natürlich nichts. Apropos Controller, Leute. Was ist euer Lieblingscontroller? Oder eure Lieblingssteuerung für Spiele? Also, wie ihr vielleicht wisst, ich spiele ja mit dem Xbox-Controller. Den feiere ich auch, der ist sehr nice. Leider bei mir natürlich die RB-Taste ein bisschen hinüber. Habe ich irgendwie mal ein bisschen zu viel vergewaltigt oder sowas? Ich weiß nicht, eigentlich nutzt man die RB-Taste ja nie in Spielen, deswegen frage ich mich, wie ich die eigentlich kaputt bekommen habe. Also, die ist nicht komplett kaputt, aber die hat halt Wackelkontakt, ne? So, keine Ahnung, ob ich das geschafft habe, aber... Oder was heißt Wackelkontakt? Nein. Aber wenn ich sie halt hier drücke, bringt es nichts, sondern ich muss sie da drücken. Das ist ein bisschen... Naja, keine Ahnung. Ach, da ist der letzte Schalter. Hä, lol. Dann ist ja eigentlich gar nicht so schwierig. Hä, wieso habe ich das dann nie gefunden? Im Remaster weiß ich noch genau, ich habe da ewig darum gesucht. Komisch. Hä, seltsam. Das wundert mich jetzt echt gerade ein bisschen irgendwie, weil eigentlich... Naja, egal. So, jetzt müssen wir hier möglichst schnell alle von den Schaltern betätigen. Zack, und den da oben auch noch. Und dann ab geht's, jawohl. Und wenn wir jetzt das richtig gemacht haben, dann ist jeder von diesen Bumpern aktiv, jawohl. Und wir können diesen ganzen Helm-Krimskrams hier mitnehmen. Sauber! Okay. So, und dann sind wir gut vorbereitet, um die Herausforderungen zu machen, die letzten beiden. Und die werden jetzt, eine wird belasten, die andere nicht. Mal schauen, welche wir jetzt zuerst erwischen. Die eine ist nämlich die mit den Zielscheiben. Und die andere ist die mit der Kanone. Die Kanone ist entspannt. Willkommen zu dieser neuen Herausforderung. Ah, Zielscheibe. Natürlich, Leute, natürlich. Es musste passieren, oder? Ja, irgendwann kommt sie ja eh, die Herausforderung. Irgendwann kommt sie ja eh. Oh, lol.
Man sieht so halb in die Arena rein, okay. Ja, das war natürlich wegen dem Widescreen-Patch, ne? Ist klar, Leute. Dass das vom Spiel nicht so gewollt ist. Oha. Okay, so. Also die ersten 3, 4 Römer sind immer gar kein Problem. So, weil da kann man... Ja, die ersten 3 sind auf jeden Fall kein Problem, weil da kann man nämlich noch einfach auf die Zielscheiben drauf zielen, du Arschgeige. Ohne dass sie abhauen. Jetzt wird es ein bisschen schwieriger, weil jetzt haben wir erstens Centurios da, die abblocken. Und zweitens sind die Zielscheiben jetzt nicht dauernd oben, wenn mich die alles täuscht. So, ja toll. Es geht schon richtig gut los. Wir haben natürlich auch ein... Alter, könnt ihr mal aufhören jetzt? Wir haben natürlich auch ein Zeitlimit. Ja, super, den werde ich niemals treffen. Das war klar. Das war so klar. Ja, super, was macht ihr denn da, Jungs? Geh mal weg da. Okay. Hat funktioniert, weil ich mich sehr nah rangestellt habe, aber... Naja. So, den da hinten treffe ich. Jawohl. Das Zeitlimit ist hier, glaube ich, halt echt das große Problem, ne? Mal schauen, ob wir es im ersten Versuch hinkriegen. Das ist tatsächlich eine von den Herausforderungen, oder eigentlich die einzige Herausforderung, bei der es durchaus sein könnte, dass ich sie nicht im ersten Versuch gebacken kriege. Alter, chillt doch mal! Ja, super. Jetzt stehen die wieder komplett im Weg. Okay, wisst ihr was, Leute? Planänderung. Wir hauen erst die scheiß Centurios weg. Gib mir mal Feuer. Oh, Kacke. Oh, jetzt lasst es doch mal, Jungs! Alter! Okay, ich hab Feuer, ich hab Feuer. Komm schon, komm schon! Komm schon, gib mir einen Gegner. Seriously jetzt, euer Ernst? Ey, was ist denn falsch bei euch? Ich will doch nur die scheiß Centurios loswerden. Oh mein Gott, Alter. Okay, 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 okay. Den haben wir. Okay, 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 okay. Vielleicht können wir sogar in die Zielscheibe reinballern. Ah, wäre auch zu gut gewesen. Oh, er hatte gerade... Okay, okay. Nein! Ja, endlich. Okay, jetzt verpisst euch. Und weh, da kommen neue. Alter, ich habe kaum noch Leben. Holy fuck. Herzinfarkt. Weh. Einen Herzinfarkt kriege ich hier wirklich gleich. Ey, ich sag's euch. Bei der Scheiße... Nein, natürlich kommen sie nochmal. Ey, geh mir nicht auf den Sack. Das ist doch nicht euer Ernst. Wow. Okay, nächster Treffer ist tot. Ich wollte eigentlich nicht sterben, während ich das Spiel spiele. Müssen wir ganz kurz mal dieses Extra-Leben organisieren. So. Gut, dass das alles wieder auffüllt, ansonsten hätte ich jetzt echt ein Problem. So. Okay, der eine Centurio ist weg. Zielscheibe ist gefüllt. Man muss immer sehr nah an den Zielscheiben dran stehen, weil dann kann man sie halt treffen. Egal, ob da ein Centurio in der Nähe ist oder nicht. So, wahrscheinlich ist jetzt die da hinten, jawohl. Oh, das war gut. Aber wir haben jetzt halt erst die Hälfte, das müsst ihr euch vor Augen halten. Wir haben erst die Hälfte. Und jetzt steht da wieder ein Centurio davor gleich, ne? Ja, aber er steht nicht gut, er steht nicht gut, okay. So. Ah, nein. Die geht jetzt natürlich wieder, gleich wieder runter, ne? Okay, wisst ihr was? Ich hole mir erstmal das Extra-Leben. Oder nicht. Komm, gib her. Die Fliegen sind halt Mist, weil bei, bis man die greifen kann, dauert es halt immer so ewig. Komm, 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 komm. Okay, der Schiff. Ah, Mann. Eigentlich wollte ich die Sache mit dem Controller, die ich vorhin angefangen habe zu erzählen, noch weiter ausführen. Aber ehrlich gesagt... Ja, den treffe ich nicht mehr. Nee. Dafür stand ich zu schlecht. Ehrlich gesagt, habe ich jetzt hier irgendwie gerade keine Zeit dafür. Nee, war klar. Das war viel zu spät. Okay, wie sieht's aus zeitlich? Ja, wir haben noch die Hälfte der Zeit, glaube ich. Ist okay eigentlich. Das war ein Treffer, sehr gut. Noch ein Treffer. Sauber. Noch 3. Die letzten 3. Okay, okay, okay. Komm, gib mir den. Welche Zielscheibe ist es? Welche Zielscheibe ist es? Ah, super. Okay, Die da. Yes! Die da hinten ist halt mies, weil die sieht man, hat man nicht so im Blick. Oh, shit. Okay, ich rate, dass es die da ist. Jawoll! Oh mein Gott, war der gut. Leute, letzter Hit. Wir kriegen es. Nein. Ah, okay. Vielleicht stelle ich mich doch einfach vor eine Zielscheibe und warte, bis die aktiv wird. Das ist vielleicht gar keine schlechte Idee. Wir bleiben auch vor der hier stehen und warten, bis die aktiv wird. Weil wir haben genug Zeit, glaube ich. Ich glaube, wir haben genug Zeit, um einfach abzuwarten, bis es die richtige ist. Hä? Ey, komm schon, dieses scheiß Pferd. Hallo, ich brauche Gegner. Gib mir doch Gegner. Komm, werd aktiv, werd aktiv. Ja, Mann! Lol. Wie gut. Huh. Alter Vater. Es war so close, ne? Von den Leben. Okay, aber das ist gut, dass wir das geschafft haben. Da ist extra Leben. Denn das war die einzige Mission, wo ich irgendwie so ein bisschen Angst hatte, dass ich vielleicht Game Over gehe. Und ich möchte dem Display eigentlich nicht sterben.
Von daher, damit dürfte es eigentlich relativ gegessen sein. Gut, 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 gut. Dann machen wir weiter mit der nächsten Herausforderung. Die ist jetzt das mit der Kanone, mit der Repetierkanone, glaube ich, heißt die. Nee, das war die aus dem ersten Teil. Wie heißt das Ding hier? Na, keine Ahnung. Ist auch absolut egal. Tatsache ist, dass wir das als nächstes machen. Und ich quatsch weiter über Controller. So. Also, wie gesagt, Xbox-Controller ist halt mein Controller der Wahl, ne? Weil der am PC halt super gut und einfach funktioniert. Ich habe früher ja auf der PlayStation 2 ein bisschen gezockt. Und da hatte ich ja dieses Design mit... Also, da hat die PlayStation ja dieses... Design mit den Sticks beide nebeneinander, parallel zueinander, wie auch immer. Ja, zwei Punkte können nicht parallel zueinander liegen, ne? Aber egal. Auf jeden Fall waren die Sticks halt einfach symmetrisch nebeneinander sozusagen in der Mitte beide. Und das, ja, weiß ich nicht. Ich habe jetzt den PS2-Controller ewig nicht mehr in der Hand gehabt und der ist auch alt, der Controller, klar. Aber prinzipiell mag ich es mehr, irgendwie die Sticks so zu haben wie bei Xbox-Controller, weil es einfach von der Handlage her irgendwie besser passt von den Daumen. Also beide so in die Mitte zu strecken, fühlt sich ein bisschen seltsamer an immer. So, ja, ich weiß. Ich weiß, ich weiß. Habe ich nicht volle Leben? Ich habe volle Leben, oder? Nee. Schmeißfliegen. Okay, Kanone. Das Ding heißt einfach nur Kanone. Alles klar. Ja, Leute, aber da ich ja PS5 eigentlich holen will, ne, für die ganzen geilen Spiele, werde ich mich wahrscheinlich auch irgendwann mit dem PlayStation-Controller befassen müssen, ob ich will oder nicht. Bin ich ja mal gespannt. Wobei, es gibt, glaube ich, auch Möglichkeiten, sogar irgendwie andere Controller-Layouts sozusagen mit der PlayStation zu verwenden, ne? Aber das Problem ist natürlich, der PlayStation-Controller hat ja hier Bewegungssteuerung und so weiter. Und dieses Touchpad, glaube ich, hat der PS5-Controller ja auch noch. Das sind alles Dinge, die hat zum Beispiel der Xbox-Controller nicht. Das heißt, ich kann, selbst wenn man einen Xbox-Controller an eine PlayStation verbinden kann, kann man damit sicherlich nicht alle Spiele 100% spielen, weil halt einfach die Dings, die Eingabemöglichkeiten teilweise fehlen. Ist halt dann Mist. Deswegen werde ich das schon auch mit dem Original-PlayStation-Controller spielen, alles. Aber ja, da muss man sich halt erstmal umgewöhnen. Das ist dann halt so. Bin ich mal gespannt, wie leicht mir das fallen wird. Weil, ja, wie gesagt, ich bin halt schon immer so dieser Xbox-Controller-Typ gewesen, der halt die beiden Sticks versetzt hat. Von daher, ja. Und an die Zeit damals mit der PS2 kann ich mich eigentlich nahezu gar nicht mehr erinnern, wie ich da mit dem Controller gespielt habe. Und da habe ich auch nicht so viel damit gemacht, von daher. Ja, bin ich mal gespannt. Früher habe ich ja alles mit dem Joystick auf dem PC gespielt, ne? Da hatte ich diesen... Boah, von was war denn der? Von welcher Marke? War das sogar Logitech vielleicht? Ich habe diesen Wingman... Oh, mein Daumen, Alter. Hoho. Wingman 2 irgendwie hieß das Ding, glaube ich. Ich habe den sogar noch hier im Regal rumstehen, so ein uralter Joystick halt, ne. Hat auch viel zu wenig Tasten eigentlich und so. Und ja. Haben wir's? Wir haben's. Mit dem habe ich früher auch Asterix und so gespielt. Und das ist ja die Story, ne. Dass ich immer meinen Joystick hin und her rein und raus ziehen musste, weil es immer mal wieder nicht funktioniert hat. Dass ich schräg laufen konnte. Weil, ja, der Joystick war irgendwie so ein bisschen halb hinüber oder so, I don't know. War mega komisch. Wo muss ich lang? Da hinten. Und, ja, da habe ich lange Zeit mit dem Joystick gespielt. Ich hatte aber auch so ein... Wie nennen sich die Dinger? So ein Gamepad. Genau, so ein Gamepad. Toll. Das hatte allerdings damals nur einen Stick. Das hatte einen Stick hier oben irgendwie. Ein analoges... analoges Steuerkreuz. Ja, genau. Digitales Steuerkreuz da unten. Ne? Und dann halt hier die normalen Tasten A, B, C und X, Y, Z hat es. Das hat 6 Tasten. Sau unnötig. Es hatte auch nur 2 Schultertasten, L und R. Also keine 4 Schultertasten. Und dann hatte es noch so einen Z-Slider gehabt. Da war es einfach so ein Schieberegler, der war hier oben. Und damit konnte man einfach, keine Ahnung, hin und her schieben. Ich weiß nicht, was das bringen sollte. Keine Ahnung, welches Spiel das bitte schon braucht, dass man so einen Schieberegler hat an seinem Controller. Ich habe den nie benutzt. In meinem gesamten Leben nicht. Aber er war da. Haben wir eigentlich alle Diamantschläge? Ja, ne? Ja, klar, müssen wir. Die kriegen wir automatisch, lol. Alles klar, Junge. Alles klar. Oh ja. Unglaublich, Asterix. Unser Dorf. Hallihallo. Wir sind zurück. Wart mal, Obelix. Irgendwas stimmt hier nicht. Das ist nicht unser Dorf. Das ist nur eine Nachbildung. Schau mal. Die Hütte von Trubadix ist viel kleiner. Sogar die Bäume sind falsch. Kaum zu glauben. Alles falsch. Das ist richtig. Aber Cäsar hat dieses falsche Dorf für die echten Bewohner gebaut. Für echte Bewohner wie wir? In Las Vegas werden alle eroberten Länder nachgebildet.
Euer Dorf bildet die Krönung für die Eröffnung von Las Vegum. Das Dorf der unbeugsamen Gallier, endlich besetzt. Caesar plant also, unser Dorf zu besetzen. Das ist es. Alles wie immer. Ohne uns und Miraculix ist ihm das echte Dorf ausgeliefert. Schnell, Obelix, uns bleibt keine Zeit. Ich hätte es cool gefunden, wenn man dann am Ende noch so einen Endfinalkampf irgendwie gehabt hätte, um das Dorf zu befreien oder sowas. So, da ist schon fast alles vorbei, irgendwie alles brennt oder sowas und dann kommen Asterix und Obelix, Miraculix zurück und dann gibt es richtig Action im Dorf nochmal. Das wäre eigentlich nochmal richtig cool gewesen, oder Leute? Hätte ich irgendwie gefeiert. Und der Scheißbaum ist irgendwie im Weg hier. Mal weg da. Ja, das war keine gute Idee, aber schön, dass du gekommen bist. So, weg mit euch. Ja, Leute. Habe ich damals also mit diesen Uralt-Controllern gespielt. Aber die waren echt belastend teilweise, muss man schon sagen. Die waren echt... Damit war es nicht einfach, diese Spiele zu spielen. Muss man ganz klar mal so festhalten. So, ich wollte mal ganz kurz ein bisschen Feuer haben. Oh, lol. Jetzt habe ich Zaubertrank bekommen. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte Feuer. Oh, Mann. Ja, GG. Egal. Ah, stimmt, die Kombo können wir mal ausprobieren. Wie war das? Ja. Perfekt, das ist der Ingolstadt-Regen. Nice. Kombo ist auch schon fast, ne? Ja. Okay. Und ich hatte damals aber auch noch so ein Lenkrad, ne? So ein Microsoft-Lenkrad irgendwie. Wie hieß denn das? Keine Ahnung. Irgend so ein Microsoft-Lenkrad hatte ich auf jeden Fall. Und damit habe ich so ein... Oh, wie hieß dieses Spiel? Hä? Es gibt noch einen Gegner? Ah, hi. So. Auf wieder. Tschüss. Das war so ein Monster-Truck-Spiel irgendwie, wo man die ganze Zeit zum Offroad gefahren ist und sowas. Halt auch so Windows XP oder Windows 98-Zeiten damals. Das sah mega kacke aus eigentlich aus heutiger Sicht. Aber hey. War irgendwie cool. Und, genau, dieses Force-Feedback-Wheel war das irgendwie, ne? Mit Pedalen dazu. Und dann hat das immer so rumgerödelt auf dem Schreibtisch. Und das hat dann wirklich so, das hat halt gegengehalten. Du musstest, also ich meine, das machen heute wahrscheinlich alle Lenkräder. Aber ich fand das damals voll cool, dass dieses Lenkrad einfach wirklich es schwierig gemacht hat, es in die richtige Richtung zu drehen, die du halt haben wolltest. Fand ich saugeil. War mega. Also, ja. Das hatte ich dann auch. Damit habe ich aber nicht so viel gespielt. Ich wollte immer mal wieder ausprobieren, ob das Ding heute noch funktioniert mit modernen Rennspielen. Mache ich vielleicht irgendwann mal im Stream oder so. Oh oh. Obelix, Vorsicht! Oh oh. Und deswegen, liebe Kinder, guckt mal immer, wo man hinläuft. Obelix, bitte! Hör doch auf zu wackeln! Bin ich nicht, ist Idefix. Obelix, da! Da kommt wer! Na sowas, das ist ja Miraculix! Ich komme, meine Freunde. Miraculix, unser Druide. Du kommst wie gerufen. Glaub mir, Obelix kann einen ganz schön runterziehen. Wie soll ich das verstehen, Herr Asterix? Wörtlich, würde ich mal sagen. Miraculix, was machst du denn? Ich sage euch adieu. Diese Szene ist halt so episch, Leute. Ich liebe die. Super. Von der gibt es auch Ausschnitte in diesem Trailer, den ich schon angesprochen habe, in diesem Bonusvideo, was wir uns am Ende des Displays noch angucken werden. Bleibt auf jeden Fall dran, das wollt ihr nicht verpassen. Ah, einfach geil, einfach geil. Ah, das lief ja wie am Schnürchen. Ja. Caesar wird sehr zufrieden. Überraschung, Miraculix. Aber was ist... Wie konntet... Was? Das ist unmöglich. Ich weiß zwar nicht, warum du... Wie ist eigentlich dieser Stock jetzt gerade noch in seiner Hand? Er hat gerade beide Hände in seinem Gesicht gehabt. Ist der Stock alleine stehen geblieben, oder was? Das ist nicht Miraculix. Geil. Gib zu, dass ich ihm aufs Haar gleiche. Stimmt's, Gallier? Aber wer bist du? Ja. Miraculix. Ich wusste es. Hä? Was? Ach ja, entschuldigt. Ich trage immer zwei Masken, um sicher zu gehen. Larry Kraft, die neue Rechte. So eine Maske will ich auch haben, die einen schlanker macht und eine andere Stimme gibt und so. Ey, richtiger Mission Impossible Shit hier. Sehr schön, Alter, sehr schön. Ja, OP, dann kämpf mal eine Runde. Auf geht's. Wollte eigentlich gerade die beiden Schwerter her, ne? Aber klar, müssen zwei Schwerter sein, weil Lara Croft, zwei Pistolen, zwei Schwerter, ist ja eindeutig, ne?
So, jetzt haben wir den Big Boss kalt gemacht, ohne vorher den kleinen Kram mit dem kalt zu machen. Das war jetzt nicht so klug. Normalerweise kann man ihn ja benutzen als Trampolin, um dann den Rest damit immer wieder Stück für Stück auszuschalten. Aber hey, es ist eh nicht so wichtig. Das ist ja nicht die Mission, die wir hier irgendwie in XDL 2 im Remaster hatten, die wirklich schwierig war. Sondern das sind einfach nur die ganz normalen, entspannten 100 Gegner hier. Die sind kein Problem. Die macht man mal eben gerade weg und dann ist gut. Vor allem gibt es ja hier noch den Feuerangriff, Leute. Mit dem ist es eh kein Problem. Mit dem wäre auch diese Mission viel einfacher gewesen. Ist so. Facts. Zack. Weil damit kriegt man immer so mindestens 4 Gegner auf einmal weg. Das ist halt einfach mega. Oh, ich hätte verfehlt, lol. Shit, ey. Zack. Jawoll. Oh. Ihr seid ungemütlich. Jawoll. Zählt noch. Ich habe schon überlegt, ob das Feuer jetzt schon weg ist, aber ne, passt. So, übrigens, ich habe vorhin Stream angesprochen, ne, wo ich vielleicht das mit dem Lenkrad mal ausprobieren möchte. Twitch.tv/JonasZockLive. Ich verlinke euch das mal in der Beschreibung, dass ihr Bescheid wisst. Da bin ich immer live. Ich weiß, das immer, aber das streame ich. Immer wenn ich Bock habe und wenn ich Zeit habe und so weiter. Da haben wir auch schon Asterix XXL1 zum Beispiel durchgeballert. Zusätzlich zum Let's Play nochmal. Weil ich halt Bock drauf hatte. Aber sowas mache ich dann zum Beispiel, wenn ich halt irgendwann Bock habe, so irgendein Spiel nochmal zu spielen oder sowas, mache ich sowas halt im Stream. Weil es ja keinen Sinn hat, so ein Let's Play irgendwie einen Monat später nochmal zu wiederholen. Ne? Ist ja eine Tatsache irgendwie. So, jetzt reicht's mal hier, Jungs. Ihr macht auch einen riesen Lärm. Obelix. Auch Obelix. Den braucht ich doch noch. Zack. So. Obelix hilft hier wenigstens mal aktiv mit, ne? Nicht wie in XXL3. Hat schon was, ne? So ein Partner, der was mithilft. Oh nein! Oh, nicht schon wieder ihr, Alter. Was wollt ihr denn? Jungs. Da, catch this. Ja, von W auf jeden Fall, das mit dem Lenkrad wäre mal eine lustige Sache. Aber ich befürchte, dass das nicht keine gute Idee ist, das im Stream zu machen. Wahrscheinlich, weil dann wackelt wahrscheinlich der gesamte Tisch und demnach halt auch die gesamte Kamera. Ich weiß halt auch gar nicht, ob das mit heutigen Spielen noch kompatibel ist. Wie gesagt, das Ding ist uralt. Damals so Windows XP-Zeiten oder sowas hatte ich das halt. Oder daher stammt das halt. Von daher, ja, es könnte eventuell nicht mehr wirklich gut funktionieren. Wahrscheinlich sogar nicht mehr gut funktionieren. Aber ich würde es gerne mal ausprobieren. Also vielleicht, Leute, wer da Bock habt, schreibt mir in die Kommentare. Dann probieren wir vielleicht mal dieses komische Lenkrad irgendwie im Stream aus. Ich weiß gar nicht, ob ich ein Rennspiel habe, was damit kompatibel wäre, theoretisch. Dann brauche ich auch ein Rennspiel, was Lenkräder überhaupt unterstützt. Ich glaube, ich habe irgendein Rallye-Spiel oder sowas, ein Formel-1-Spiel oder sowas. Das müsste das, glaube ich, können. Ansonsten müssen wir halt mal bei Steam gucken. Da gibt es bestimmt irgendwelche Spiele, die das unterstützen. Ah, kein Problem. Oder ich gucke halt mal, ob ich dieses, ach Gott, wie hieß denn das jetzt? Nicht Mountainbike, nicht Motocross, sondern Monster Truck. Ob ich dieses Spiel vielleicht nochmal ans Laufen kriege. Aber wahrscheinlich nicht, das ist uralt. Aber lustig wär's. Mir fällt gerade auf, ich habe gar nicht auf die Zeit geachtet, aber ja, wir haben das WCW durchbekommen. Entspannte Sache. Also, fast durchbekommen. Ein bisschen was fehlt noch, wir haben da oben noch diese Kanone. Damit geht jetzt gleich nochmal ein bisschen Action. Wie viel Leben haben wir gerade? Ich glaube, wir haben genug, ne? Ich habe ja ein paar Schilder eingesammelt. Ich sammle das trotzdem noch ein, vorsichtshalber. Ja, 6, easy. Müssen wir es mit der Kanone eigentlich machen oder kann man eh schon weiter? Ne, man kann nicht weiter, stimmt. Da oben, das Exit-Ding ist zu. Das ist noch zu. So. Ich frage mich jedes Mal, wo die eigentlich herkommen. Einfach von irgendwo an der Seite halt. 120 Gegner, das wird wieder schmerzhaft für den Daumen, Leute. Ich wechsle vielleicht einfach mal auf den Zeigefinger oder so, I don't know. Ja, geht. So geht's. Warum sind die da gerade hinter mir? Ich kann da gar nichts machen. Ich kann nicht nach hinten schießen. Ach, die kommen von unten. Oh, lol. Okay. Das ist mir noch nicht aufgefallen bisher. Entspannt. Ha. Oder auch nicht. Okay, warte, wir steigen einfach mal ganz kurz ab. Dann kann ich die auch besiegen. Ne, kann ich nicht, weil die dann abhauen. Lol. Okay. Ich dachte, ich hole mir jetzt ganz kurz die da unter mir sind. Aber ne, irgendwie nicht. Wow! Ihr seid mir gerade ein bisschen zu nahe gekommen irgendwie. Jungs, Sicherheitsabstand 1,50 Meter mindestens. Ernsthaft mal, was soll die Scheiße? Meine Güte, ey. Und ihr habt eure Masken vergessen. Was ist denn das wieder hier? Oh, da kommt einer von unten. Ah, oh, ich habe ihn nicht erwischt, damit. Der ballert mir jetzt gleich wieder den Kopf weg, ey. Ja. Ja, auf jeden Fall die Sache mit den Controllern, ne? Wie sieht es mit Tastatur aus, Leute? Spielt ihr gerne mit Tastatur am PC? Ich muss ja sagen, mit Tastatur spiele ich wirklich nur bei Spielen, wo man es eigentlich muss. Also wenn ich mal aus irgendeinem Grund irgendwann mal wieder Shooter spiele, was ich ja sehr, sehr selten tue. Mit Shooter meine ich jetzt nicht was wie Tomb Raider, das ist für mich kein Shooter. Das ist ein Action-Adventure-Spiel, was auch immer. Aber es ist kein Shooter. Aber so ein richtiger Shooter, Battlefield, sowas, ne? Wenn ich sowas mal wieder spiele, da
dann werde ich mal ganz klar mit Tastatur und Maus spielen. Weil da ist man mit Controller halt einfach hoffnungslos aufgeschmissen. Das muss man ganz ehrlich sagen. Da hat man mit Controller halt einfach gar keine Chance. Aber ansonsten, jedes Spiel, was Controller unterstützt, wird auch mit Controller gespielt. Also, ich würde einen Teufel tun, sowas wie ein Tomb Raider oder sowas zum Beispiel mit Tastatur zu spielen. Das geht natürlich, es geht. Ich weiß, dass das geht. Aber... Hä? Ich hätte schwören können, ich habe gerade irgendwie einen Husten gehört. LOL. Okay. Das muss ich mir im Schnitt nochmal an und ich hätte schwören können, da hat gerade einer gehustet. Was zum Teufel, Leute. Was zum Teufel. So. Gut. Dann haben wir das WCW abgeschlossen. Perfekt, Leute. Dann ab geht es Richtung Pirateninsel. Yay. Hallo, Caesar. Sie schreiten voran, Caesar. Sie schreiten voran, Sie schreiten voran. Teuflische Gallier, sind Sie denn nie aufzuhalten? Na, wäre langweilig, oder? Der Fortschritt lässt sich eben nicht aufhalten. Die Gallier sind der Fortschritt, nicht die Römer, jawoll. Deine List hat nicht gereicht, Larry Kraft. Und jetzt wissen Asterix und Obelix, dass Miraculix kein Verräter ist. Wir müssen schnell handeln. Die Schiffe sollen anlegen und die Soldaten an Land gehen. Was? Jetzt? Natürlich jetzt, wann denn sonst? Wir starten einen Überraschungs- Also wer auch immer diesen Palast gebaut hat, nicht sehr stabil. Ihre Zaubertrankvorräte müssen erschöpft sein. Ich bin auch erschöpft, edler Caesar. Noch ein Wort und ich lasse dich abführen. Los jetzt! An die Arbeit! Ach ja, entspannt. Der gute Julius. Ein bisschen emotional, würde ich mal sagen. Aber hey. So, Achtung. Bam. Sauber. Ja, Leute, Pirateninsel, auf geht's. Ich hab Bock. Ich wollte gerade noch irgendwas anderes sagen, das habe ich jetzt aber vergessen, also sage ich einfach, dass ich Bock auf die Pirateninsel habe. Natürlich war da noch ein Multiplikator und ich habe gerade irgendwie 30 Centurio-Helme ohne eingesammelt. Das kann doch wieder nicht passiert sein einfach. Das kann doch gerade einfach wieder nicht passiert sein. Meine Fresse. Oh Mann. So, aua. Aber ich wollte ihn triggern, weil... Zack. Danke. Weil der nämlich immer den ganzen Scheiß hier abfängt und das ist natürlich schlecht. So. Wir machen die Toilette kurz voll und dann kann ich den Part auch schon fast beenden von der Länge her. Ei, ei, ei. So. Ich glaube, der Pac-Man kommt gleich wieder, ne? Irgendwie sind hier super wenig Gegner gerade. Müsste das nicht normalerweise mehr sein? Was ist denn da los? Ah, da ist der Pac-Man wieder. Komm, greif mich mal an. Na, greif mich an. Oder wir sprengen den einfach. Warte mal, wir können doch einfach sprengen. Okay, oder so. Oder flexibel. Hä, da ist noch einer. Lol, wie viele gibt's denn von denen hier? Okay. Nach, Alter! Dieses gibt's hier wie Sand am Meer. Mann! Oh nein. Wie hat der den mit abgewehrt? Oh Gott, Alter. Lol. Die werden halt immer direkt gesprengt, wenn sie herkommen. Ist ja entspannt. So, na. Er macht mir gerade echt Probleme hier, ne? Oh, was sind die? Die machen mir echt Probleme gerade. Jungs, gib mir die auf den Sack. Komm mal runter da. Oh, wow. Okay, der Pac-Man ist weg, glaube ich. Das heißt, ich kann jetzt zwei Leute versenken. Einen noch. Komm schon. Den Pac-Man kann man doch nicht werfen. Das ist natürlich die Sache. Ja, okay. Kann er mal runterkommen, der Typ? Hey, ich brauche Munition. Ja, toll. Kein Pac-Man. Okay, 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 okay. Ja. Passt. Passt, jetzt wackelt nicht mehr und auch keine Luft. Das ist das erste Feuerchen. Wo macht man nochmal das zweite? Ach ja, da hinten, ne? Da hinten bei der Geisterbahn. Ja, ich glaube schon. Warum sind hier eigentlich überall goldene Helme in den Kisten? Voll krass. Hm. Gibt auch keine Metallkisten mehr in dem Spiel hier übrigens, Leute, ne? Die Metallkisten wurden abgeschafft nach EXC1. Die gibt's nicht mehr. So, wie viel will der denn? 99.000! What? Sonst geht's dir aber noch gut, ja? Hier unten war später eine Postkarte im Remaster. Ich glaube, in dieser Version vom Spiel kann man da noch gar nicht hin. Bin mir nicht sicher, ob man da hin kann. Ich möchte es nicht ausprobieren, weil wenn man da hin kann, dann kommt man nicht mehr weg. Von daher... Passt schon. So, ihr macht ein bisschen Stress. Oh, es laggt gerade. Also, was heißt laggt? Aber es läuft nicht mehr ganz flüssig mit flüssiger Bildrate. Wir haben nur noch so roundabout 30 Frames anstatt 60. Das ist seltsam.
So, da hast du. Oh, warte doch, man kann da runter, das ist ein extra Leben. Ach, guck. Guck mal einen an. Tja, Leute, und dann ist leider meine OBS-Aufnahme abgestürzt. Beziehungsweise nicht nur die Aufnahme, sondern einfach gleich das gesamte Programm. Danke für gar nichts. Ja, das war auch der Grund, warum das Spiel dann irgendwie angefangen hat, richtig ruckelig zu laufen. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Ist mir noch nie vorher passiert in dem fast ein Jahr jetzt, dass ich Let's Plays aufnehme. Hier ist es leider passiert. Zum Glück konnte ich ja den Rest der Aufnahme retten. Ab hier fehlt jetzt leider alles, macht aber nichts, weil das waren eh nur noch so 2 Minuten, wo wir gerade durch diese Geisterwelt durchgelaufen sind. Und ja, sobald wir da hinten raus waren, haben wir dann auch schon Schluss gemacht. Ich schneide euch jetzt also ganz kurz noch hinten die Endcard ran und das Outro-Gelaber, ne, wie man es halt kennt. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder und sorry nochmal, dass jetzt hier ein bisschen was gefehlt hat. Gut Leute, egal, wir beenden hier erstmal den Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Schaut gerne mal in der Beschreibung vorbei, da ist mein Twitch-Account verlinkt, da könnt ihr gerne mal vorbeigucken. Da bin ich immer mal wieder am Stream, wann ich Bock habe, so eigentlich roundabout jede Woche so einmal. Kann man sich eigentlich schon mal so merken. Aber ja, ansonsten lasst einen Daumen hoch bei dem Video da, wenn es euch gefallen hat. Und dann abonnieren nicht vergessen für mehr von diesem geilen Scheiß. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann und ciao.